Patrick Bach ist durch die Fernsehserie Anna ein berühmter Schauspieler geworden. Und niemand weiß mehr, dass er schon mit 7 Jahren bei mir am laufenden Band auftrat. Ich entdeckte ihn bei Werbeaufnahmen. Und in der Pause in der Kantine saß er mir gegenüber. Und nach ein paar Minuten hatte ich festgestellt, dass er nicht nur klein, sondern auch der größte, excusez le mot, Klugscheißer war, den ich je begegnet bin. Und spontan fiel mir ein Spiel ein. Und Sie sind als Erster dran, und zwar auf der Terrasse sind eine Serviererin. Der Junge bestellt etwas, was ein kleiner Junge nicht trinken darf. Und versuchen Sie ihm mal, wie Sie davon zu überzeugen, dass er das nicht trinken darf. Mhm. Gehen Sie erstmal hin, hier so hinten rum, und fragen Sie mal, was er haben möchte. Guten Tag, junger Mann. Was möchtest du trinken? Ein Bier. Ein Bier? Schmeckt dir das? Ja, mir schmeckt das. Ja? Und das möchtest du ganz bestimmt haben? Ja. Na, pass mal auf. Ich wüsste ja was. Und zwar, am besten ist, weißt du was, magst du den Rudi Carrell leiden? Ja. Den magst du gerne leiden? Sehr gerne oder gar nicht so gerne? Doch, sehr gerne. Magst du gerne leiden? Ja, pass mal auf, es ist nun so, der Rudi Carrell würde das bestimmt viel lieber sehen, wenn du Orangensaft trinken würdest oder sowas. Zu sauer. Aber ich denke, du magst den. Nein, ich kann dir auch Zucker reintun. Ich mach nur Bier. Du magst nur Bier? Ja, nur. Mit oder ohne Schaum? Mit. Mit Schaum. Soll das jetzt schön mit so einer Blume oder wie? Wieso Blume? Na, das nennt man doch Blume da oben drauf. Ja, neben mit der Blume, mit ja. der Blume und ein Korn auch noch dazu. Nein, nur ein Bier. Nur ein Bier? Ich hab doch eben schon gesagt, ich mach nur Bier. Und wie trinkst du ihn? Mit dem Strohhalm? Da wird man nämlich schneller besoffen von. Oder willst du auch nicht besoffen werden? Wieso? Das macht dir Spaß, wenn du besoffen bist. Ja. Ja? Na, pass mal auf. Ich bin jedenfalls doch nie von Bier besoffen. Dann hast du bestimmt nur ein Glas getrunken. Ja. Du musst mehr trinken. Ich trinke auch nur ein Glas. Ja, nee, pass auf, aber... Ja, so kann es noch stundenlang weitergehen, aber ihr bleibt dabei. Ich möchte ein Bier haben. Ich bin immer wieder. Klasse, ja? Komm, der Rick. Nee, zu den Blumen. Geh mal da zu den Blumen, ja? Das Geld braucht zu spät. Ja, geh mal dahin. Ja? So. Frau Schader, bitte. Der kleine Patrick darf Blumen, das darf er normalerweise nicht. Versuchen Sie mal auf eine witzige Art und Weise davon zu überreden, dass er das nicht darf. Findest du das schön? Was? Darfst du Blumen pflücken? Ja. Ja? Soll ich mithelfen? Nö. Na, aber da kriegen wir doch mehr zusammen. Ich brauche nur 3 Blumen. Ach, na ja, aber ich möchte auch gerne ein paar mitnehmen. Wir suchen zusammen Blumen. Oder wir stecken sie rein und machen was anderes? Nein. Nein, das möchtest du nicht so gerne? Ja, möchtest du nie nur eine von den roten? Nee, lieber nicht. Warum nicht? Rot ist, gelb ist meine Lieblingsfarbe. Ja, dann nimm nur noch ein paar. Ich finde, es kommt da gar nicht drauf an. Was, rote? Nein, gelbe. Nein, ich nehme nur 3. Du nimmst nur 3? Ja, nur 3. Ja, Frau Schade, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Nein. Ich habe gesagt, Sie müssen ihm davon überzeugen, dass er das nicht darf. Ach so. Dass er das nicht darf. Und jetzt sind Sie genau so wie er. Sie versuchen jetzt auch alles zu sagen. Ach so. Ja? Ja, das war ein Missverständnis. Ja, versuchen Sie es noch einmal. Ja. Patrick, guck mal, das haben die angelegt, um anderen... Wie heiß ich? Patrick. Nein, nicht Patrick, sondern Patrick. Patrick, na ja. Also, jetzt machst du diese Blumen hier rein oder ich zieh dir die Hose stramm. Ich hab sie schon gepflückt, also darf ich sie auch mit nach Hause nehmen. Nein, das möchte ich bitte nicht. Die kommen jetzt hier rein, mein Sohn. Nein, die kommen nicht da rein, sondern kommen die da oben rein. Okay, dann lass mal. Okay, danke. Gehen Sie mal dahin. Gehen Sie mal dahin. Ja. So, nächster Kandidat. Herr Rüdo. Ja. Sie sitzen in der Kasse vom Kino. Ja. Und da läuft ein Film, Das Blut der Vampire. Ja. Aber ab 16 Jahre. Der kleine Junge wird aber versuchen, trotzdem reinzukommen. Ja. Aber Sie müssen ihn davon überzeugen, dass er nicht rein darf. Ja? Gehen Sie mal hinten rum. Ja? So, Patrick. Du gehst so. Patrick, entschuldige. Würde 2 Mark dann. Eine Karte für 2 Mark. Für 2 Mark? Ja, etwa für 1 Mark. Du kannst doch noch keine Karte bekommen. Du bist doch viel zu klein. Du bist doch noch keine 16 Jahre. Da steht doch ab 16 Jahre. Schau mal. Wo? Na, da steht doch. Bist du etwa größer? Und da vorne. Ja, du bist dann, nicht größer. Ja, pass mal auf. Ja, nicht größer, aber älter. Du bist ja noch zu jung. Da kommt es nicht auf die Größe an, sondern... Aber wo steht denn ein Schild ab 16 Jahren? Ein Schild, das steht da, schau mal. Da steht seit 16 Jahren.
Ich kann nicht lesen. Nein, nein, du bist ja auch noch gar nicht in der Schule gewesen. Deswegen kannst du ja auch den Film nicht ansehen. Warum denn nicht? Was meinst du, was du für die 2 Mark für Eis kriegst? Da würde ich auf den Film verzichten und würde mir ein schönes Eis holen. Was nein, meinst, das schmeckt denn nur auf dem Boden, was? Da gibt's so gutes Himbeereis da hinten. Was meinst du, wie das schmeckt? Ich mache nur Vanille und das ist ausverkauft. Vanille? Gut. Da kriegst du aber ziemlich viel Eis zu Hause. Wenn du den Film siehst, pass auf, da kannst du heute Nacht gar nicht schlafen. Da kommen die Vampire und dann hacken sie dir da in die Halsschlagader und zapfen dir das Blut ab. Das mache ich gerne, solche Filme. Das? Ja, aber dann schneiden sie dir. Okay, Andrea, das machen wir gerne. Das werden ja nur Träume. Ja, okay. Patrick, jetzt gehst du darüber, ja? Mal rein. Meine 2 Mark! Ja, die 2 Mark, vergiss sie nicht. Hey! So, der Patrick, geh mal schnell hin. Patrick, geh schnell hin, da, komm. Der Patrick, ist dabei, seine Hose aufzuknöpfen. Er möchte gegen die Laterne da Pipi machen. Versuchen Sie auf eine witzige Art, ihm das zu verbieten oder beizubringen, dass er das nicht darf. Ja? Hallo Freund, was machst du denn hier? Das geht doch nicht. Kannst du ja mal deine Laternen fahren und so. Warum denn nicht? Es ist hier stetiges Eigentum. Was sollen die denn sagen? Die rosten doch viel zu schnell, wenn der unten dran macht. Da sind schon die ganzen Hunde, die jeden Tag kommen und da das Bein heben. Und wenn du dann noch das Bein unter, ich meine, das hebt sie ja nicht, aber du machst trotzdem so. Unmöglich. Meinst du, ich kann es doch heben? Das geht doch nicht. Denk mal, die Hunde sind alle krank. Nicht, daher wirst du doch noch krank und so. Oder deswegen also, kriegst du noch Würmer oder Läuse oder Flöhe, Pflanzen. Ich weiß doch nicht, Ungeziefer. Hast du, hab ich sonst da immer? Ist einer. Du warst schon mal hier dran an der Lampe. Oh, Anflo! Bei mir bestimmt. Guck mal hier. Das geht doch gar nicht. Nee, hab ich bestimmt. Da, also, so haust doch, an der Hose! Mit der Hose doch nicht. Das geht doch gar nicht. Ich war doch nicht an diesem Pfahl. Ich gehe mal hinten am Brunnen, da, weißt du doch, um die Ecke da. Wo, da du warst nicht an diesem, aber an den da drüben. Nein, am Brunnen da hinten. Ja, okay. Aber schöne Karte. Du warst, ne, er hat dich fast jetzt platt geredet, hè? Das ist der erste. In, nach all den Proben. Bitte gehen Sie mal darüber. Es war unwahrscheinlich bei all den Proben, was er für Sachen rausspuckt. Das ist unwahrscheinlich. Wirst du eigentlich später Showmaster werden? Vielleicht. Ja? Hm? Wie, was hast du eigentlich mit deinen Zähnen gemacht? Ich möchte so aussehen wie du. Ah, so aussehen wie ich, ja. Wenn wir so ein kleines Geschenk haben? Ja? Ja. Dann eine ganze Kiste mit Apfelsinen. Hol mal ein bisschen Apfelsinen raus. Und wir sehen uns nachher, hä? Hol sie dann mal raus. Dann kriegst du gleich Applaus, okay? Für die Zuschauer, die erst heute einen Fernseher gekauft haben, ich heiße Rudi Carrell und mein Beruf ist Showmaster. Ein Beruf, von dem man behauptet, dass er ausstirbt. Diese Meinung teile ich nicht, denn es gibt noch Tausende von Showmastern, die nicht im Fernsehen auftreten. Gehen Sie mal über einen Markt und beobachten die Marktschreier. Es gibt darunter irrsinnig witzige und schlagfertige Leute, die es immer wieder schaffen, ihre Waren an den Mann zu bringen. Zum Beispiel mit, meine Damen und Herren, ich habe hier etwas, was in keiner Küche der Welt fehlen darf. Nun gibt es solche Leute nicht nur auf dem Markt, sondern auch in Warenhäusern. Und in meiner Karel-Show mit dem Thema Warenhaus spielte Hans-Jürg Dietrich, auch Dietsch genannt, so einen Verkäufer, der aber jeden Tag etwas Neues anbietet. Aber immer mit dem gleichen Slogan: Hier ist der kleine Otto mit dem Großlobe. Entschuldige, aber ich muss jetzt auch sagen. Eine große Überraschung für Sie. Eine Frau? Eine wirklich große Überraschung für Sie. Es ist nämlich. Junger Mann, ja, dafür brauche ich mal Ihre Assistenz, wenn Sie sich freundlicherweise mal. Ich muss ansagen. Sehr schön, Moment. Augenblick, gleich kommt die große Überraschung. Wollen wir mal schauen. So. Und jetzt kommt meine Überraschung. Ich habe meine Rasierklingen vergessen. Morgen bin ich wieder da, um dieselbe Zeit, dieselbe Stelle, gleiche Qualität. Junger Mann, nicht weggehen. Meine Damen und Herren, hier ist der
kleine Otto mit dem großen Otto. Darf ich Ihnen vielleicht zu einer kleinen Demonstration verhelfen, und zwar mit unserer neuen, voll super automatischen Waschmaschine. Eine Waschmaschine, die es bisher noch nicht auf dieser Welt gegeben hat. Hat jemand der Herrschaft vielleicht zufällig ein gebrauchtes Taschentuch dabei? Papier? Nein, in diesem Falle kann es sogar ein richtiges sein. Hab ich. Bitte sehr. Wunderbar. So, jetzt achten wir mal auf folgende Aktion. Saubere Leinwand. Ich stecke dieses Taschentuch in die Maschine hinein. Setze sie in Betrieb. Und jetzt warten wir noch genau 10 Sekunden. Das sind jetzt noch 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und bitte. Oh. Gewaschen, getrocknet und gebügelt. Bitte hier Taschentuch. Prima. Was kostet die Maschine? 50 Mark. Oh. In der Woche und das 10 Jahre lang. Oh. Vater, Mittagspause. Das war der große Otto mit dem kleinen Otto. Verzeihung, nein. Also hier ist wieder der kleine Otto mit dem großen Otto. Meine Damen und Herren, wir haben doch alle unsere Probleme heutzutage. Wenn wir heutzutage zum Beispiel eine Party geben und Onkel Erich kleckert ein bisschen, dann haben wir doch immer den Ärger mit den hässlichen, runden Rändern auf dem Tisch. Na, meine Rede. Schauen Sie, immer bleibt so etwas zurück. Aber ab heute ist Schluss mit den runden Rändern, denn wir haben ab heute viereckige Gläser. Oh. Hier ist wieder der kleine Otto mit dem großen Otto. Meine Damen und Herren, hier auf dem Tisch liegt das Angebot der Woche überhaupt. Eine echte Schweizer Uhr. Entschuldige, aber hier steht drauf, made in Hongkong. Ja, aus Hongkong, der Hauptstadt der Schweiz. Ja. Meine Damen und Herren, diese Uhr hat alles, was eine Uhr überhaupt haben muss. Erstens geht sie lautlos. Kunststück, sie geht überhaupt nicht. Naja, Kunststück habt ihr ja gerade erst ausgepackt. Moment, Augenblick. Also, sie geht lautlos. Sie geht eine Stunde nach. Ja, Schweizer Zeit. Schweizer Zeit. Ist diese Uhr wasserdicht? Ich demonstriere es einmal. Wasserdicht? Ja. Antimagnetisch. Außerdem hat sie phosphorozierende Zeiger. Sie kann diese Uhr auch bei Kurzschluss als Taschenlampe verwenden. Außerdem ist sie stoßsicher. Und dazu erhalten Sie auf diese Uhr noch volle Garantie. Wie lange? Eine halbe Stunde. Und diese Uhr, meine Damen und Herren, kostet Sie keine 10, keine 9, keine 8, keine 7, keine 6, sondern nur 5 Mark. Ich bezahle keine 5, keine 4, keine 3, keine 2, ich bezahle ganze 1 Mark. Verkauft. Bitte sehr, danke schön. Kann auch die sein. Doch noch 90 Pfennig verdient. So, und weiter geht's zum Angebot. Im Sonnenangebot beim kleinen Otto. Noch ein großer Otto, den ich zu vergeben habe, meine Damen und Herren. Was zahlen Sie heute für eine Langspielplatte? Sie zahlen 18, 20, 24 Mark. Alles weggeschmissenes Geld. Bei Klein Otto kriegen Sie Ihre Schallplatte, die schönste Musik der Welt, auf Langspielplatte für ganze 2,50 Mark. Nur ein Beispiel unter vielen. Die fast freiwillige Feuerwehrkapelle von Nerven an der Säge spielt unter Feuerwehrleiter Leiter Jürgens, Schuberts und Vollendete. Und hier, meine Damen und Herren, ist wieder der kleine Otto mit den großen Otto. Meine Damen und Herren, wir haben alle heutzutage unsere Probleme. Zum Beispiel mit den kleinen dummen Flecken, die wir uns ab und zu hier mal einhandeln. Dazu aber Otto hat ein entzückendes kleines Flickenwasser mitgebracht. Darf ich das vielleicht mal im Moment einmal demonstrieren? Passen Sie auf! Wenn ich also folgendes mache, wenn ich Ihnen einen Tintenfleck auf Ihre vorzügliche Krawatte, ganz schön, brauchen Sie keine Angst haben, hier drauf machen, dann werden Sie sagen, na schön, einen Fleck wieder drauf, die Krawatte ist im Archibald, hat man wieder gekleckert und die Krawatte ist hin. Keine Angst, denn jetzt kommt Ottos Fleckwasser. Ottos Fleckwasser. Wir schrauben das Fläschchen auf, wir nehmen einen Lappen, greifen hinein ins volle Menschenleben und beginnen jetzt ganz vorsichtig mit dem Reiben und innerhalb von wenigen Sekunden haben Sie eine
Warte, haben Sie eine völlig neue Krawatte? Hier ist wieder der kleine Otto mit dem großen Otto. Heute habe ich hier eine Überraschung mitgebracht. Keine Angst, diesmal habe ich meine Rasierklinge dabei. Darf ich vielleicht irgendjemanden Herrn bitten, mir zu assistieren? Dankeschön, sehr liebenswürdig. Moment. Wunderbar. So, Es beginnt. Denn gleich kommt jetzt meine Überraschung. Aber. Meine Damen und Herren, es ist 14 Uhr. Bitte verlassen Sie nun unser Kaufhaus. Es ist 14 Uhr. Wir schließen. Ja, es tut mir furchtbar leid, junger Mann, aber ich muss jetzt leider Schluss machen. Montag früh bin ich wieder da. An alter Stelle, gleiche Qualität. Also bis Montag dann. In diesem Monat ist es genau 25 Jahre her, dass ich die Silberne Rose von Montreux gewann. Und bei diesem Festival wurde ich von einem Mitarbeiter von Radio Bremen entdeckt und ein Jahr später fing meine Deutschlandkarriere an. Und wenn ich sehe, was danach alles an Trophäen kam, keine schlechte Karriere. Nur die Hälfte dieser Trophäen verdanke ich meinen Kandidaten. Und die haben noch nie eine goldene Kamera oder ein Bambi bekommen. Dabei spielen sie normal in Unterhaltungsshows die wichtigsten Rollen. Und ein absoluter Champion unter den Kandidaten war Herr Renfer aus Cuxhaven. Ein wahnsinnig schlagfertiger Mann. Ich zeige Ihnen mal in drei verschiedenen Spielen aus am laufenden Band zuerst, wie gut kennt seine Tochter ihn. War Ihr Vater je im Fernsehen? Nee. War Ihr Vater je im Fernsehen? Ich glaube ja. Ja, wie denn? Ist er aufgetreten im Fernsehen? Nein, man kann mal irgendwo erscheinen im Hintergrund. Nein. Ja. Gut, stellen Sie sich noch vor, wir gehen gleich weg. Das Orchester geht weg, die Kameraleute gehen weg, die Leute vom Ton, Bühne, die Fotografen, alles geht weg hier. Nur das Publikum bleibt noch sitzen und das ist hier völlig leer. Und jetzt wird Ihr Vater da rausgeschickt, der soll da so an diesem Mikro sich dahin begeben. Da. Und niemand sagt ihm was, er steht nur da. Was glauben Sie, wird Ihr Vater dann tun? Wird er dann einen Witz erzählen oder wird er dumm gucken? Oder wird er fragen, wo sind die oder was soll ich machen? Oder was glauben Sie, wird Ihr Vater dann machen? Anfangen zu reden. Der kommt da und der fängt gleich an zu reden. Der fängt was an zu erzählen. Ja, ich will mal gucken, wie gut Sie ihn kennen, wenn es stimmt, drei Punkte. Ja. Was glauben Sie, macht Ihr Vater? Er wird vorerst auf jeden Fall mal lachen und dann eventuell auch zu reden anfangen. Da fängt er auch an zu reden, ja? Na, ich bin unheimlich gespannt. Kommen Sie beide mit. Orchester weg, Kameraleute weg. Die Kameras sind eingestellt. Alles geht raus hier. Kommen Sie bitte mit. Ja. Also, Sie wollen was von mir hören? Ja, dämmert los, ja. Ja, na klar. Das habe ich ja nicht gewusst, mein Gott, nochmal. Wovon möchten Sie gerne was hören? Von Cuxhaven, von Herr Waderkant oder wollen Sie einen Witz hören? Wollen Sie einen Witz hören? Ja, ist gut. Das ist ein junges Ehepaar. Die sind gerade jung verheiratet. Da sagt sie zu ihm, Schatzi, hast du Staub gewischt? Ja, sagt der Herzchen. Ach, sagt sie, sowas Doofes, ich habe mir auf dem Küchentisch eine Telefonnummer notiert. Nicht nur, dass er genau das tat, was seine Tochter vorausgesagt hatte, der Witz war auch noch klasse. Beim nächsten Spiel bekamen die Kandidaten einen Koffer in die Hand gedrückt und mussten damit durch den Zoll. Sie wussten allerdings nicht, was in dem Koffer war. Jetzt schauen Sie mal, was Herr Renfer da so aus dem Stegreif machte. Robert Zollrat hat er... Das tut mir
mir leid, ich wollte gerade zur Ablösung gehen. Da sind Sie einen Moment zu spät losgekommen. Jetzt müssen Sie leider Zollkontrolle. Ja, haben Sie was zu verzollen? Ja, was wollen Sie denn haben? Ja. Ich komme von Helgoland, hab eine Flasche Schnaps. Eine Flasche Schnaps haben Sie mit? Ja, kostet. Na los. Jetzt muss ich erst mal meinen Vorgesetzten fragen. Gehen Sie mal inzwischen schon mal durch. Das Wichtigste beim laufenden Band war, dass Kandidaten nie wussten, was auf sie zukam. Trotzdem reagierten manche spontan besser, als wenn Gag-Autoren es geschrieben hätten. Wir machten eine Modenschau mit Berufskleidung. Und auch hier hatte Herr Renfer einiges auf Lager. Jetzt kommt das erste Linda, zeigt die neueste Kreation für Stewardessen. Wir sehen Modell Linda, Stewardessen, Nachtfluch. Das Modell ist aus Chiffon, mit Pailletten bestickt. Sehr schön, sehr schön. Ein echtes Pariser Modell. Dankeschön, Linda. Macht er auch noch. Jetzt kommt Achim mit einer Uniform für den Bundesgrenzschutz. Achim, Bundesgrenzschutz, das ist die neue tannengrüne Wald- und Wiesentarnuniform. Ja, modisch, elegant. Kescher für die Leute, die über die Grenze fliehen wollen. Fertig? Ja, ja, prima, danke schön. Achim. Jetzt kommt Aurun mit einer Uniform für die weibliche Kriminalpolizei. Weibliche Kriminalpolizei, Aurun, war das richtig? Aurun. Ja, ja. Modell Sitte. Ausschließlich für die Reeperbahn und für das letzte Stück Deichstraße in Cuxhaven gedacht. Tja, der hat schon ein Bambi verdient.